Hallo Leute, ich bin heute auf der Durchstartermesse in Koblenz und ich bin gespannt, was hier für Ausbildungs- und Studienbetriebe sind. Und da werden wir jetzt mal ein paar genauer betrachten. Ich bin jetzt am Stand von DM. Wie man nun schwer erkennen kann, habe ich mich neben mich gestellt und neben die Vicky. Ich mache nämlich auch ein duales Studium bei DM und die Vicky auch. Was machst du denn genau bei DM? Was ist denn deine Aufgabe? Also ich mache das duale Studium bei DM, das nennt sich BWL Handel mit dem Schwerpunkt in der Filiale. Das heißt, ich studiere in Karlsruhe an der DHBW und mache dort ein ganz normales BWL-Studium. Und statt Semesterferien haben wir halt einfach Praxisphasen und arbeiten dann in den Filialen bei DM. Okay, und was würdest du sagen, was sind so Voraussetzungen, die man haben muss, um die Arbeit machen zu können? Naja, man sollte kommunikativ sein, auf Kunden zugehen können, mit den Kunden sprechen, die Kunden beraten können, ja, menschlicher Umgang pflegen und ja. Genau, offen sein. Reden wir mal Tacheles. Was verdient man denn bei DM im Studium, also im dualen Studium? Also die Vergütung ist eigentlich sehr gut. Man bekommt im ersten Jahr 1200 Euro und es steigert sich jedes Jahr um 100 Euro. Und zusätzlich gibt es Leistungen wie Urlaubs- und Weihnachtsgeld. Kann man auch immer ganz gut gebrauchen. Wie sieht es mit der Ausbildung aus? Was verdient man in der Ausbildung? Das ist ein bisschen weniger, das kommt aufs Bundesland an. Ich glaube, da sind es im ersten Jahr so um die... ich weiß gerade gar nicht, 800, 900 und es steigert sich eben auch. Die kriegen auch Urlaubs- und Weihnachtsgeld anteilig. Genau. Ja, cool. Ist es denn immer so, dass man in der Filiale studiert oder kann man auch in der Zentrale einen Bürojob haben? Man kann auch in der Zentrale studieren. Das richtet sich nach den persönlichen Vorlieben. Also wenn man sagt, okay, ich interessiere mich zum Beispiel für das Thema Marketing, kann man dort in das Ressort Marketing in der Zentrale gehen und dort eben das Studium absolvieren. Ja, genau. Die Vicky ist nämlich in der Filiale und ich bin mittlerweile im Marketing in der Zentrale. Deswegen, coole Sache. Was gefällt dir besonders gut an DM? DM ist einfach ein toller Arbeitgeber. Also man fühlt sich wohl. Es ist nicht so, dass man irgendwie ja, so gezwungen wird zu irgendwas, sondern man kann sich entfalten, man kann eigene Ideen mit einbringen. Und ja, also das macht einfach sehr viel Spaß, dort arbeiten zu können. Okay, vielen Dank. Wir sehen uns in der Uni und jetzt gehe ich zum nächsten Stand. Jetzt bin ich am Stand von Fielmann und ich habe die Kim Bötzel. Kim Bötzel hier, genau. Was machst du denn bei Fielmann? Ja, ich mache momentan eine Ausbildung als Augenoptikerin und bin noch im ersten Lehrjahr. Okay, das heißt, gibt es nur eine Ausbildung oder gibt es auch ein duales Studium bei Fielmann? Genau, ein duales Studium bieten wir auch an, im Bereich BWL zum Beispiel. Ah, okay, cool. Was meinst du denn, sind so Voraussetzungen für eine Optikerlehre? Also man sollte definitiv nicht scheu sein, was Kundenkontakt angeht, denn das ist einer der wichtigsten Punkte auf jeden Fall. Weiterer Punkt ist, man sollte auch interessiert an Deutsch, Mathe und Physik sein. Also das sollten so Bereiche sein, wo man gut ist gegebenenfalls, beziehungsweise wo man auch dran interessiert ist. Und es ist tatsächlich so, dass man auch motiviert sein sollte, immer wieder dazuzulernen und auch an seine Grenzen zu gehen. Okay. Was war so deine Motivation, die Ausbildung anzufangen bei Fielmann? Also ich persönlich interessiere mich halt einfach für Handwerk, für dieses Feinhandwerkliche und ich persönlich mag auch gerne Kundenkontakt. Also es war schon immer eine Sache, die mir gerne gelegen hat. Okay, das heißt, du bist dann quasi in einer Fielmann-Filiale und berätst dort, was Brillen angeht und guckst auch, welche Stärke die Leute brauchen. Genau, das ist so das, was ein Augenoptiker macht. In der Ausbildung ist es natürlich erstmal so, dass man auch in der Werkstatt einiges lernt, sprich man lernt, wie man selber Brillengläser schleift, wie man selber eine Brille anfertigt und man hat auch Schulungen, wo man lernt, wie man Kunden berät und wie man dementsprechend Gläser auch verkauft. Ja, cool, das finde ich auf jeden Fall echt spannend. Das klingt interessant. Dann wünsche ich dir noch viel Glück und Spaß bei deiner Ausbildung und danke, dass du dabei warst. Dankeschön. Ich bin jetzt mit der Corvina bei der Sparkasse. Hallo. Und machst du eine Ausbildung oder gibt es bei euch auch ein duales Studium? Also wir bieten auch ein duales Studium an, ist aber so, dass ich jetzt erstmal gesagt habe, ich möchte als Basis erstmal die Ausbildung machen. Ich habe nach meinem Abitur gesagt, erstmal was Grundsolides lernen, genau, und mache jetzt meine Ausbildung bei der Kreissparkasse in Main und bin jetzt im dritten Lehrjahr. Okay, braucht man denn das Abitur, um eine Ausbildung bei euch machen zu können? Nein, man kann auch mit einer mittleren Reife bei uns anfangen, dann geht die Ausbildung einfach nur 3 Jahre und für alle Abiturienten einfach 2,5 Jahre. Okay, und es wird ganz viele bestimmt interessieren, was verdient man denn so bei der Sparkasse? Also, wie alle schon vermuten, verdient man auch bei der Bank nicht ganz schlecht. Also wir fangen im ersten Lehrjahr an bei ungefähr 1015 Euro brutto und kriegen auch noch ein 13. Gehalt, was es halt nicht in allen Ausbildungsberufen gibt. Das stimmt. Und beim dualen Studium, weißt du, was man da verdient?
Also es ist so, dass man da auch erstmal unter dem Azubi-Gehalt läuft. Also man kommt so auf ungefähr 800 Euro netto im ersten Lehrjahr raus. Und man kriegt halt das Studium dazu noch bezahlt, was halt auch immer noch draufgerechnet werden muss. Ja klar, das kostet ein Unternehmen ja auch ganz schön viel. Warum bist du denn bei einer Sparkasse gelandet und nicht bei einer anderen Bank? Das ist tatsächlich eine gute Frage. Ich hatte in der Oberstufe Sozialkunde-Leistungskurs und die Sparkasse bietet Planspielbörse an. Ja. Das ist quasi sowas, man kriegt virtuelle 50.000 Euro und führt ein Depot und kriegt dann am Ende, wenn man das Depot sehr erfolgreich geführt hat, einfach eine Prämierung. Und wir hatten damals tatsächlich ziemlich viel Glück. Wir hatten so eine Mädchengruppe. Wir haben auf Walt Disney gesetzt, auf H&M. Und sehr gut. Ja, haben tatsächlich damit auch Gewinn gemacht. Und da gab es dann eine Preisverleihung, wo dann gesagt wurde, ja, das sind die Besten hier in der Umgebung Mayen. Und dann habe ich meinen jetzigen Chef kennengelernt. Ich kam dann mit denen ins Gespräch und habe gesagt, gut, dann bewirbst du dich mal. Das Interesse für Aktien ist da und so bin ich bei denen gelandet. Okay, cool. Was meinst du denn, muss man für Voraussetzungen mitbringen, um hier eine Ausbildung oder ein Studium machen zu können? Also ich weiß, viele haben noch dieses klassische Bild vom Bankkaufmann mit Anzug und steif, einfach so im Gedächtnis und immer Mathe. Das, denke ich, ist aber gar nicht so. Klar, Mathe ist sehr wichtig, auch in der Berufsschule. Aber viel wichtiger ist es, dass man sehr kommunikativ ist, auf Kunden offen zugehen kann, versteht, was der Kunde von mir möchte und was er braucht. Okay, wie sieht's aus? Da ist ja immer so das Vorurteil, wie sieht's aus mit Piercings und Tattoos? Also klar, sichtbare Tattoos würde ich jetzt nicht empfehlen, aber auch ich habe Tattoos Piercings, aber sollte sie jetzt vielleicht nicht im Gesicht tragen. Gibt es irgendwas, was du den zukünftigen Abiturienten oder den Leuten, die jetzt mit der Schule fertig werden, was du denen noch auf dem Weg mitgeben möchtest? Ja, guckt es euch einfach an. Also ich finde es schade, dass alle immer denken, dass es so was Stocksteifes, obwohl es das gar nicht ist. Wir haben ein super Team mit netten Kollegen, die einen super aufnehmen. Es ist ein ganz, ganz vielfältiger Beruf, von Hausfinanzierung über Marketing, bis halt in die klassische Privatkundenberatung. Guckt es euch an, macht ein Praktikum und ja, werdet ein Teil von der Sparkasse. Ja, cool, dankeschön. Übrigens, Praktikum kann ich auch immer empfehlen. Da merkt man dann immer, will ich vielleicht in die Richtung gehen oder nicht. Also auch ein kleiner Tipp von mir und dankeschön. Gerne doch. Ciao. So, ich bin jetzt hier mit der Lara. Du bist bei der Rheinzeitung, ne? Genau, ich mache eine Ausbildung da zur Medienkauffrau Digital und Print. Okay, muss man da auch so ein bisschen Journalismus können oder in welche Richtung kann ich mir das so vorstellen? Das ist eine Ausbildung, die wahnsinnig vielfältig ist. Also man geht auch in die Redaktion, da ist man auch in der Abteilung. Man geht aber auch ins Druckhaus. Also man lernt wirklich die Zeitung kennen von Anfang bis Ende. Man erlebt mit, wie die Artikel geschrieben werden und wie sie dann auf Papier gebracht werden, wie die Anzeigen in die Zeitung kommen und man lernt wirklich alles kennen. Also du kannst dir auch ein bisschen Journalismus dabei vorstellen. Ist halt, wenn du gerade in der Abteilung Redaktion bist, dann ja. Okay, das heißt, außerhalb des Redaktionsteils macht ihr sonst die Beiträge nicht? Nee, auf gar keinen Fall. Also wir sind keine Journalisten, wir sind ja eher Kaufleute. Also es ist wirklich nur dann, wenn du da in der Abteilung bist. Unsere Hauptaufgabe, sag ich mal, ist es, die kann man eigentlich gar nicht so genau definieren, weil es wie gesagt von Abteilung zu Abteilung unterschiedlich ist. In der Buchhaltung machst du eben die Buchhaltung, dann bist du mal im Personal und Recht, also im Personalwesen tätig. Dann bist du auch mal im Anzeigenverkauf bei der RZ Media. Also es ist so vielfältig und gerade dann wirklich perfekt für die Leute, die sagen, ich weiß noch gar nicht so genau, was ich machen will, dann ist diese Ausbildung perfekt, weil man durchläuft, wie gesagt, 12 verschiedene Abteilungen und danach weiß man eigentlich, okay, das hat mir am besten gefallen, da will ich hin. Ja, okay, das klingt auf jeden Fall sehr spannend. Wie bist du denn zur Rheinzeitung gekommen? Warum die Rheinzeitung, warum kein anderes Unternehmen? Also was ist an der Rheinzeitung so besonders für dich? Also ganz klar, man kennt die Rheinzeitung. Sie ist weit verbreitet, ein wahnsinnig weites Verbreitungsgebiet. Und ich komme aus Bad Kreuznach. Ich pendle jeden Tag eine Stunde hin, eine Stunde zurück für diese Ausbildung. Ja. Und ich habe mich wirklich für dieses Unternehmen entschieden, weil ich schon beim Vorstellungsgespräch gemerkt habe, dass hier auf jeden individuell eingegangen wird. Dass man wirklich, also die wollten einen, die waren an mir interessiert, die wollten was von mir hören, die wollten was von mir sehen. Und dann habe ich gedacht, ich bin hier gut aufgehoben, hier möchte ich meine Ausbildung machen. Okay, das hört sich jetzt an, als fühlst du dich richtig wohl. Ja, es macht viel Spaß. Das freut mich. Wie ist es denn von der Bezahlung her? Wie zahlt denn die Rheinzeitung? Wie viel kriegt ihr in der Ausbildung?
Also im ersten Lehrjahr, da bin ich ja gerade, das sind 715. Brutto? Ja, also es lässt sich sehen, ist gut. Kann man auch ein duales Studium bei euch machen? Ja, kann man auch. Das ist dann ein duales Studium Medien, IT und Management. Da geht man dann freitags und alle zwei Wochen samstags zur Hochschule nach Mainz. Gibt es noch irgendwas, was du den Leuten gerne mitgeben möchtest, die jetzt ihren Abschluss machen? Macht einen guten Abschluss, kommt zu uns, bewerbt euch und bekommt die Stelle. Okay, das klingt auf jeden Fall echt gut. Dann Dankeschön für das Gespräch. Ja, kein Problem, bitte. Noch viel Spaß bei deiner Ausbildung und deinem Werdegang. Dankeschön. Ich hoffe, ich konnte euch ein paar Einblicke in die unterschiedlichen Unternehmen geben. Es gibt auf jeden Fall noch ganz viele andere Ausbildungsberufe und Ausbildungsunternehmen und ich fand es total spannend, weil man auch ganz viele Aufgaben machen konnte und weil man viele Sachen erfahren hat. Und falls ihr euch auch mal informieren wollt, dann bleibt auf jeden Fall hier auf dem YouTube-Kanal dran und seid vielleicht auch mal auf der nächsten Ausbildungsmesse dabei. Ciao!